Liebe Freundinnen und Freunde der Arbeiterkammer Vorarlberg, herzlich willkommen zu einem weiteren AK-Live-Talk, der sich mit der Thematik Langzeitarbeitslosigkeit auseinandersetzt. Mein Name ist Thomas Matt, ich darf euch für die kommende halbe Stunde begleiten. Wir sind wieder hier in der Bibliothek der Arbeiterkammer in Feldkirch und ich habe zwei Gäste eingeladen. Zunächst einmal ganz herzlich willkommen Sven Hergovich, er ist Geschäftsführer des AMS Niederösterreich und über Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen. Schönen Abend, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und natürlich unseren stellvertretenden Direktor Gerhard Oschan, Leiter des Bildungsbereichs der Arbeiterkammer, der selber in einem Arbeitsprojekt im Augenblick involviert ist und auch eine Menge von Fragen mitgebracht hat. Gerhard, herzlich willkommen. Hallo. Worum geht's heute? Warum haben wir einen Gast aus Niederösterreich eingeladen? Das hat einen ganz konkreten Grund und dieser Grund trägt einen Namen. Dieser Name lautet Marienthal. Es kann sein, dass euch damit im Augenblick noch nicht sehr viel verbindet und ihr nicht so recht wisst, was man damit beginnen soll. Wir klären das schnell auf. Marienthal ist ein Synonym in der Sozialwissenschaft mittlerweile für Langzeitarbeitslosigkeit. Das hat gute Gründe, es gibt eine Geschichte dazu. Und wir haben aus einer Dokumentation, die im Jahre 2009 von Günter Keindelsdorfer bei Dreisat veröffentlicht wurde, einen kurzen Mitschnitt herausgeklaubt, zusammengeschnitten. Ich darf die Regie bitten, uns das einzuspielen. Es dreht sich dabei um ein Beispiel von Langzeitarbeitslosigkeit, wie es dramatischer nicht sein könnte. In den 1930er Jahren ist in dieser Ortschaft Marienthal damals eine Fabrik über Nacht in den Zügen dieser Weltwirtschaftskrise pleite gegangen und über 1000 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Wir schauen uns jetzt kurz einen Teil dieser Dokumentation an. Das hilft euch dann ein bisschen, euch zu verorten in der Thematik. Arbeitslosigkeit. Das hieß in den frühen 30er Jahren bitterste materielle Not. Die Arbeitslosenunterstützung betrug zwischen 72 Groschen und 3,50 Schilling am Tag. Ein lachhaft niedriger Betrag. Dabei bekam man dieses Geld nur ein paar Monate lang ausbezahlt. Dann reihte man sich in das Elendsheer der sogenannten Ausgesteuerten ein. Wie schafft man Essen herbei? Das war die zentrale Frage, vor die sich die Arbeitslosen gestellt sahen. Im Fernsehinterview mit dem österreichischen Starjournalisten Franz Kreuzer hat sich die 2001 verstorbene Marie Yahuda, Hauptautorin der Marienthal-Studie, an die verzweifelte Situation von damals erinnert. Die Lebensbedingungen der Arbeitslosen in den späten 20er und zeitlichen 30er Jahren waren so furchtbar, dass die Menschen als Hauptproblem das Problem gehabt haben, genug zu essen für sich und für ihre Kinder zu haben. Die Entbehrungen waren in der Tat unbeschreiblich. In der Marienthal-Studie wird mehrfach berichtet, dass die Menschen in ihrer Not Katzen und Hunde verzehrten, um ihren Hunger zu stillen. Die zentrale Aussage der Studie ist zweifelsohne das, was man unter dem Stichwort müde Gemeinschaft heute international in der Sozialforschung verwendet. Müde Gemeinschaft heißt, die Grunderkenntnis ist jene, dass man durch langfristige Arbeitslosigkeit sozial wie auch politisch inaktiv wird. Damals revolutionär war die Erkenntnis, dass Arbeitslosigkeit nicht dazu führt, dass Leute in Richtung Politisierung und auch eventuell sogar Revolution, also radikale Änderung der sozialen Zustände, tendieren, sondern dass sie weitgehend in einem eher unsozialen Desinteresse an Politik wie auch an gesellschaftlichen Ereignissen enden. Diese Bilder aus den 1930er Jahren könnten dramatischer nicht sein. Sven Hergovich hat den Film natürlich lange schon gesehen. Wir haben uns mit einer der Studienautorinnen vertraut gemacht, mit Marie Yahuda, die gemeinsam mit Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel damals diesen Ort Marienfeld mit einer Studie sozusagen erforscht hat, was löst Langzeitarbeitslosigkeit aus. Und diese Marienthal-Studie über die psychischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit zählt heute, bis heute, als Standardwerk zur Sozialforschung und ist als Buch erschienen. So sieht dieses Buch aus und mittlerweile ist es auch vergriffen, weil es wirklich ein absoluter Bestseller ist. Sven Hergovich, das ist sozusagen der augenscheinliche Grund, warum das AMS in Niederösterreich das Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal dort angesiedelt hat.
Man hätte auch woanders hingehen können. Es gibt ja andere Orte, wo die Arbeitslosigkeit viel größer ist mittlerweile. Aber man wollte mit diesem Namen wahrscheinlich auch ein Zeichen setzen, vermute ich es einmal. Ja, das stimmt. Also der Name hat für uns eine Rolle gespielt, aber es war gar nicht das wichtigste Entscheidungskriterium, sondern wir haben bewusst eine Gemeinde gesucht, wo die Struktur der Langzeitarbeitslosen in etwa dem österreichischen Schnitt entspricht, damit wir durch diesen Modellversuch auch übertragbare Ergebnisse bekommen. Weil es hat keinen Sinn, eine Gemeinde zu nehmen, wo die Struktur der Langzeitarbeitslosen sehr stark vom Durchschnitt abweicht, weil wir dann eben keine übertragbaren Effekte durch die Studie generieren können. Da gab es dann einige Gemeinden, die übergeblieben sind, die in der Struktur dem niederösterreichischen und gesamtösterreichischen Schnitt entsprechen. Und von diesen übrig gebliebenen Gemeinden war dann natürlich schon dieser historische Bezug, der uns sehr fasziniert hat, dass wir gewusst haben, eben die Marienthal-Studie hat ja damals gezeigt, wie schlimm es eigentlich ist, welche negative Auswirkungen es hat, von Arbeit in Arbeitslosigkeit abzurutschen. Und wir wollen ja letztlich mit unserer Studie heute genau das Gegenteil beweisen, nämlich welche positiven Auswirkungen es hat, wenn jemand aus der Arbeitslosigkeit heraus in Arbeit kommt. Sie haben sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich in Gramat-Neusiedl, also das Marienthal gehört mittlerweile zu Gramat-Neusiedl, sollen bis zum Jahr 2024 alle, die langzeitarbeitslos werden, einen Job in den Jobmarkt integriert werden. Wir sprechen von garantierten Arbeitsplätzen. Das hat Ihnen sogar eine journalistische Erwähnung in der New York Times eingetragen. Da schaut man schon mit großer Verwunderung darauf, ob so etwas gelingt. Wie ist denn der aktuelle Stand des Projektes? Also das ist tatsächlich ein ehrgeiziges Ziel, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur alle, die jetzt langzeitarbeitslos sind, in Arbeit bringen, sondern auch alle, die in den nächsten Jahren langzeitarbeitslos werden. Und das ist naturgemäß nicht prognostizierbar, weil niemand weiß, wie viele Menschen 2022, 2023 langzeitarbeitslos werden. Nichtsdestotrotz haben wir uns diesen Garantieaspekt, den halte ich für ganz entscheidend und ganz wichtig. Darum haben wir uns dieses Ziel gesetzt. Und bislang sind wir auf gutem Kurs, das zu erreichen. Also Gramat-Neusiedl ist im Moment eine von nur ganz wenigen Gemeinden österreichweit, wo die Arbeitslosigkeit sogar sinkt. Im Rest Österreich steigt sie ja sehr, sehr stark. Und wir haben im Moment die stärkste Reduktion an Langzeitarbeitslosigkeit österreichweit von allen Gemeinden in Gramat-Neusiedl. Also die ersten Ergebnisse stimmen mich einmal positiv, aber wir sind erst ganz am Beginn. Dieses Modellprojekt, das muss man natürlich die nächsten Monate und Jahre weiter beobachten, wie sich das entwickeln wird. Bevor wir ins Detail gehen, noch eine Frage zu den Zahlen. Können Sie mir sagen, wie viele Personen mittlerweile, wie viele Langzeitarbeitslose in diesem Projekt untergekommen sind? Also insgesamt haben wir 70 Personen gehabt, die entweder schon langzeitarbeitslos waren oder von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht, also die kurz sozusagen vor dem Übertritt waren. Die sind nicht alle im Projekt, weil es einen Teil der Teilnehmerinnen schon gelungen ist, am ersten Arbeitsmarkt wieder Arbeit zu finden. Also wir haben 6 Personen, die am ersten Arbeitsmarkt Arbeit gefunden haben. Aber die Grundgesamtheit von 70 Personen, die seit wir im Oktober gestartet haben, zu irgendeinem Zeitpunkt langzeitarbeitslos in der Gemeinde war, sind sozusagen in dieses Projekt eingetreten. Aber wie gesagt, ein Teil davon ist schon ausgetreten, weil sie eben schon Arbeit gefunden haben. Der Gerhard Oschan und ich haben uns im Vorfeld darüber unterhalten und haben uns vor allem auch mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit so ein Projekt nicht nur sozusagen ein einsamer Leuchtturm in der Landschaft Österreichs bleiben soll, sondern durchaus auch Schule machen kann. Gerhard? Ja. So ein Modellprojekt mit dem Schnitt Österreich würde ja auch bedeuten, dass bei einer entsprechenden Evaluierung, bei den Ergebnissen, das ein Vorbild für andere Regionen sein könnte. Wenn die New York Times das schon erwähnt, ist es für die Politik bei uns auch interessant? Ich glaube schon, dass wir interessante Ergebnisse generieren. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, ehrlicherweise, wie gut es funktioniert. Das heißt, wir haben ja eine Evaluierung durch die Universitäten Wien und Oxford. Und ich denke mir, je nachdem, wie diese Ergebnisse ausfallen, ist das Modell für die Politik interessanter oder weniger interessant. Für uns als Arbeitsmarkt sozusagen, Arbeitsmarktakteure, wird es auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viele neue Erkenntnisse durch diese unabhängige wissenschaftliche Evaluierung gewinnen werden. Wir haben ja einen Knebelvertrag
mit der Universität Oxford unterschrieben. Das heißt, die müssen unabhängig davon, wie es ausgeht, ohnehin alle Zahlen, Daten, Fakten am Tisch legen und veröffentlichen, finde ich persönlich auch gut und richtig so, weil ich glaube, unabhängig davon, wie das Ergebnis sein wird, wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und für die Debatte wichtig. Aber je nachdem, wenn man sich entscheiden wollte, dieses Projekt, wenn es erfolgreich ist, sozusagen auszurollen auf Österreich, was müsste da für Voraussetzungen gegeben sein? Also zum einen müsste man natürlich in dieser Gemeinde funktionieren. Wir haben eben absichtlich eine gewählt, die in der Struktur in etwa dem österreichischen Schnitt entspricht, damit man da übertragbare Ergebnisse bekommt. Und dann ist es letztlich eine politische Entscheidung, ob man das denn tun will und ob man das ermächtigt oder nicht. Aber aus meiner Sicht sollte diese politische Entscheidung schon in Abhängigkeit von den konkreten wissenschaftlichen Evaluierungsergebnissen getroffen werden. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts oder ein ganz wichtiges Kriterium ist ja die Arbeitsplatzgarantie, haben wir schon vorher besprochen. Wie schaut es in der Realität aus? Ist die jetzt einmal vorläufig für die Projektdauer gewährt oder wie siehst du das? Genau, also die Arbeitsplatzgarantie gilt einmal für die volle Projektdauer, das heißt, die gilt bis zum Anfang des Jahres 2024. Konkret funktioniert das so, dass wir bei allen Personen, die in Gefahr laufen, langzeitarbeitslos zu werden, das heißt, die kurz vor dem Übertritt zum 12. Monat ihrer Langzeitarbeitslosigkeitsperiode sind, dass wir mit denen in einen sogenannten Clearing-Prozess gehen. Das heißt, wir schauen uns an, was sind die individuellen Fähigkeiten, Kenntnisse, vielleicht auch Vermittlungshemmnisse, Gesundheitsthemen, die hier mitgebracht werden, um zu schauen, welcher Arbeitsbereich ist da für welche Person passend. Das erste Ziel ist es natürlich immer, auf Basis sozusagen dieses Clearings die Personen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Aber so ehrlich muss man sein, es gibt viele Personen, die eben schon deshalb so lang arbeitslos sind, weil das eben bei ihnen nicht so leicht ist. Klassischer Fall ist Personen, die zu gesund sind, um in Invaliditätspension gehen zu können, aber zu krank, um Arbeit am ersten Arbeitsmarkt zu finden. Und für genau diese Personen schaffen und finanzieren wir ja wirklich zusätzliche kollektivvertraglich entlohnte Arbeitsplätze. Mir ist da in dem Zusammenhang immer das Gespräch mit einem Kunden so stark in Erinnerung geblieben, weil es mich auch so bewegt hat, der ein Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt hat, dass er arbeitsfähig ist. Er muss sich aber nach 2 Stunden Arbeit niederlegen und eine Ruhepause im Liegen verbringen. Und ich frage immer, welcher Arbeitgeber ist dann bereit, so einen Menschen anzustellen? Und in Wahrheit ist das System, wie wir es jetzt haben, glaube ich, eins, das keine Seite begünstigt, weil die Unternehmen, wo der er sich vorstellen geht, die freuen sich ja nicht über diese Vorstellungsgespräche. Im Gegenteil, die rufen mich an und sagen mir, schick mir noch so einen und wir geben dir keine offene Stelle mehr. Für meine Beraterinnen ist das eine sinnlose Arbeit und der Kunde weiß ja selber auch, wie groß seine Chancen sind. Also ich glaube, hier braucht es tatsächlich zusätzliche Arbeitsplätze. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen im Vorfeld noch erhalten, Herr Hergovich. Und wenn ihr, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Fragen habt an Sven Hergovich, AMS-Geschäftsführer in Niederösterreich, dann nutzt die Gelegenheit im Live-Chat auf YouTube. Das ist ganz simpel. Wenn ihr euch nicht anmelden wollt, dann könnt ihr das auch über WhatsApp tun. Wir haben ein WhatsApp-Handy unter der Nummer 0664 133 6230. 0664 133 6230. Könnt ihr uns eure Fragen schicken, dann bauen wir das sehr gerne ein. Eine Frage, die uns vorab ereilt hat, die fand ich eigentlich ganz spannend, weil sie so praktisch ist. Die lautet schlicht und einfach, wenn das AMS Niederösterreich in Gramat-Neusiedl sozusagen Arbeitsplatzgarantien ausspricht, irgendwoher müssen die Arbeitsplätze ja kommen. Gibt es Unternehmen, die Arbeitsplätze verfügbar machen oder ist das die öffentliche Hand oder woher kommen diese Unternehmen oder diese Arbeitsplätze? Vereinzelt gibt es Unternehmen, die sich da tatsächlich beteiligen. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber der Großteil der zusätzlichen geschaffenen Arbeitsplätze ist tatsächlich im Bereich der Gemeinde und im gemeinnützigen Bereich. Also hier finanzieren wir tatsächlich zusätzliche Arbeitsplätze im Bereich der Grünraumpflege, im Bereich der Kinderbetreuung. Ein Radweg wird errichtet. Also verschiedenste sozusagen kommunale Dienstleistungen, die ausgebaut werden. Und das ist generell mein Eindruck, wenn ich durch Österreichs Gemeinden fahre, dann sehe ich da ganz viel, was an Arbeit nicht erledigt wird.
Und was man hier, und ich finde es immer so schade, wir finanzieren sozusagen Menschen dafür, dass sie zu Hause sitzen und nichts tun. Wir finanzieren ja jetzt auch das System Langzeitarbeitslosigkeit und gleichzeitig bleibt so viel Arbeit in den österreichischen Gemeinden liegen. Also ich glaube, diese beiden Dinge, diese beiden Probleme könnte man verknüpft miteinander lösen. Aber wie gesagt, im Moment ist das nur meine Hypothese. Wie gut das funktioniert, müssen wir jetzt abklären. Ob es nicht eine Revitalisierung der Aktion 20.000 darstellt? Ja, also die Aktion 20.000 war schon etwas anderes, weil die Aktion 20.000 diesen Garantieaspekt, den ich für sehr, sehr wichtig hatte, nicht enthalten hat. Die Aktion 20.000 hat auch nur im Gemeinde- und gemeinnützigen Bereich gefördert. Wir fördern ja auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Und die Aktion 20.000 hatte die Altersgrenze von 50 Jahren. Wir wollen diese Garantie wirklich allen aussprechen, weil wir wissen, es gibt auch jüngere Langzeitarbeitslose, die sich bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt schwer tun und nicht mehr unterstützen wollen. Also es gibt da schon eine Reihe an Unterschieden. Sven, bei dieser Arbeitsplatzgarantie, wenn jetzt im schlechtesten Fall aus dem ersten Arbeitsmarkt nicht so viel käme, ja, dann wäre es ja im Bereich der, ja, ich sage jetzt einmal, Gemeinden wahrscheinlich auch viel, im öffentlichen Bereich. Wie schaut es dann von der Nachhaltigkeit aus? Dort langfristig die Beschäftigung finden? Ich glaube, dass es das braucht, weil ich weiß, dass ich Kunden habe, die, wenn wir nicht für die zusätzliche Arbeitsplätze finanzieren, die aus dem System Langzeitarbeitslosigkeit heraus in Pension gehen werden. Und ich glaube, die Frage, die brauchen sozusagen keine Starthilfe, kein Sprungbrett, sondern die brauchen auch wirklich eine dauerhafte Finanzierungsstruktur. Und das ist aus meiner Sicht auch gar nichts Ungewöhnliches. Da gibt es ganz viele im internationalen Vergleich Beispiele, aber da gibt es auch ganz viele Beispiele im historischen Kontext. Also ich erwähne zum Beispiel immer das Beispiel, dass der österreichische Würstelstand so entstanden ist, dass man sich zu Zeiten der K&K-Monarchie Gedanken gemacht hat, was macht man denn mit Soldaten, die aufgrund von Kampfverletzungen nicht mehr fähig sind, Soldat zu sein. Und hat gedacht, die kann man ja nicht fallen lassen, Soldat können es auch nicht mehr sein und hat sich überlegt, naja, kann man da zusätzliche Arbeitsplätze für die schaffen und hat denen dann die Erlaubnis gegeben, so Kleinigkeiten zum Essen auf fahrbaren Untersetzern zu verkaufen. Und aus dem heraus hat sich der Würstelstand entwickelt. Also das ist ja gar keine ganz neue Idee, dass ich mir überlege, wie auch immer meine Gesellschaft organisiert ist, jetzt ist sie halt sehr, sehr viel digitalisierter, wie schaffe ich für diejenigen Menschen Arbeit, die unter den herrschenden Bedingungen keine finden. Ist an und für sich kein neuer Gedanke, gibt sowohl historisch als auch im internationalen Vergleich sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass das finanzieren kann, dass das funktionieren kann. Und ich glaube, das braucht auch eine dauerhafte Finanzierung. Das ist eine verdeckte Aufforderung an die Leserinnen und Leser in Vorarlberg, wieder Heimito von Doderer zu lesen. Da kommt man dann zu den Würstelständen und zu den Trafikantinnen und Trafikanten. Was ich spannend finde, ist, wir haben in Vorarlberg ja auch ein eigenes Projekt angestoßen, nämlich zunächst einmal die Idee eines Chancenmarktes, der genau das können soll. Langzeitarbeitslosen, von denen wir ausgehen müssen, dass sie am ersten Markt nicht mehr Fuß fassen können, eine Perspektive durchaus auch bis zur Pension zu geben. Mit einer Anstellung, mit einer kollektivvertraglichen Entlohnung, mit einer Sicherheit, die sie einfach brauchen. Ist das etwas, von dem Sie auch mit Blick Richtung Mariental glauben, dass es ein fester Bestandteil des österreichischen Arbeitsmarktes werden muss? Ja, das glaube ich. Also wir sehen einfach bei unseren Kundinnen, dass es Kundinnengruppen gibt, die wir ohne Förderung nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrieren können. Und ich glaube, dass die gesellschaftlichen, dass die Folgekosten für uns als Land enorm sind, wenn wir zulassen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil, wir reden ja, wenn ich es gesamthaft über alle Status hinweg betrachte, von mehr als 180.000 Menschen, die im Moment schon länger als ein Jahr Arbeit suchen in Österreich, das sind ja viele, wenn wir das zulassen, dass ein großer Teil davon dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt oder sich nicht mehr in den Arbeitsmarkt integriert. Also ich glaube, da braucht es tatsächlich dauerhaft zusätzliche geförderte Arbeitsplätze. Und das erwähnte Beispiel ist ein sehr, sehr gutes, wie überhaupt Vorarlberg in meiner Wahrnehmung hier sehr, sehr gut aufgestellt ist und ja auch deutlich weniger Langzeitarbeitslose als zum Beispiel wir in Niederösterreich haben. Wir haben noch ein zweites Projekt im Köcher, da ist der Gerhard Oschan federführend daran beteiligt und hat damit im Zusammenhang auch eine Frage. Gerhard, bitte. Ja. Wir haben ja
aus eurem Projekt lernend und als Vorbild genommen ein Projekt entwickelt, Zukunft neu denken. Bernhard Bereuter hat ja wahrscheinlich hier schon auch einmal davon berichtet, wo wir 70 Langzeitarbeitssuchende hauptsächlich beraten und begleiten. In den ersten Arbeitsmarkt, idealerweise, oder in eine richtige Maßnahme, wenn das andere nicht funktioniert. Und unsere erste Erfahrung von den ersten 20 Beratungen, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass Beratung und Begleitung so viel und so lange wie notwendig das Wichtigste ist. Also das habe ich auch aus deinem Projekt herausgelesen. Ist das ein Ansatz, den auch der Verwaltungsrat beim AMS kurz- oder mittelfristig als wesentliche Zielsetzung sehen könnte? Also für den Verwaltungsrat kann ich natürlich nicht sprechen, aber ich persönlich teile ja den Ansatz. Ich halte den Beratungsaspekt für ganz wichtig und ganz zentral, weil das auch eine Form der Wertschätzung und des Respektes ist. Wir reden hier von einer Zielgruppe, die oft sehr, sehr wenig Wertschätzung und sehr, sehr wenig Respekt in unserer Gesellschaft bekommt. Und sich hier Zeit zu nehmen für Langzeitarbeitslose löst ganz, ganz viel aus. Und wir sehen da sehr, sehr positive Effekte, wenn man eben hier wirklich gezielt in die Beratung dieser Zielgruppe investiert, dann ist erstaunlich viel möglich. Insofern teile ich den Ansatz und halte ihn für richtig und wichtig. Allerdings stellt sich die Frage, ich frage mich das immer, was heißt das für die aktuellen Personalpläne? Also wir wissen in Vorarlberg, und es wird in Niederösterreich nicht besser sein, dass die Beraterinnen und Berater des AMS im Augenblick bis zu 450 Klientinnen und Klienten betreuen müssen. Das ist in Wahrheit fast nicht hinzukriegen. Und Chapeau, also große Bewunderung für die Kolleginnen und Kollegen, die das jeden Tag stemmen müssen. Was würde es bedeuten, wenn man die Beratungszeiten dermaßen intensiviert für den Personalstand des AMS oder vielleicht auch für andere Möglichkeiten, mit Partnern gemeinsam die Kapazitäten zu erhöhen? Ich glaube, dass wir damit ganz viel bewegen könnten. Und es gibt ja auch Modellexperimente, wo wir nach dem Zufallsprinzip für einen Teil der Kundinnen die Betreuungsintensität massiv gesteigert haben. Und wir haben festgestellt, dass die Kosten für diese zusätzliche Betreuung viel geringer sind als die Ersparnis, weil wir so viel mehr Menschen in Arbeit gebracht haben. Das heißt, ich glaube, es wird sich volkswirtschaftlich rentieren, hier in mehr Beratungskapazitäten zu investieren. Ich würde das sehr begrüßen. Und ich möchte es auch noch aus einem zweiten Aspekt heraus begrüßen, weil ich glaube, dass wir darüber diskutieren müssen, ob wir nicht Tätigkeiten, die wir jetzt outgesourced haben, wieder insourcen sollten. Weil wir erbringen derzeit sehr, sehr viele Dienstleistungen mit Fremdpersonal, von denen ich glaube, dass wir sie mit eigenem Personal eigentlich besser und teilweise sogar billiger anbieten könnten. Und das ist schon noch ein bisschen eine Frage, glaube ich, des Respekts und der Menschenwürde. Weil was mich zum Beispiel wahnsinnig ärgert, ist, dass wir unsere Reinigungskräfte nicht direkt anstellen können, sondern hier auf Überlasser zugreifen, obwohl ich wüsste, dass ich den Reinigungskräften, die bei mir beschäftigt sind, etwa 20% mehr Lohn zahlen könnte, ohne dass es mich einen Cent mehr kostet, wenn ich sie direkt anstelle, weil ich dann die ganze Verwaltungsstruktur des Dienstleisters nicht mitzahlen müsste. Also das ist schon was, was man auch mal diskutieren muss, weil man sich hier ein bisschen an den Schwächsten in der Gesellschaft abputzt. Und ich glaube, eine Diskussion, welche Dienstleistungen können wir insourcen, fände ich sehr, sehr spannend. Sind das Dinge, die Sie zum Minister Kocher tragen? Ich frage das jetzt mal so, weil irgendjemand muss ja dann einmal beginnen, die Veränderungen anzustoßen. Ja, das sind durchaus Dinge, die wir diskutieren. Aber das ist natürlich deshalb schwierig, weil wir in einer Planstellenlogik agieren. Mein Vorschlag oder mein Wunsch wäre eigentlich, wenn wir ein Globalbudget bekommen, das heißt, wir als AMS bekommen ein Budget, und dürfen selber entscheiden, wie viel Prozent des Budgets verwenden wir für Personal und wie viel, um Dienstleistungen zuzukaufen. Weil dann könnte ich nach Effizienzgesichtspunkten entscheiden, was mache ich mit eigenem Personal besser und was kaufe ich zu und muss nicht anhand dieser Planstellenlogik, die ich jetzt habe, machen. Weil was ich schon richtig finde, ist, dass die Politik entscheidet, wie viel Geld sie uns gibt. Das ist ja eine politische Entscheidung und dass sie uns dafür Ziele geben. Das finde ich alles richtig. Aber dieses starre Korsett, wie viel davon muss ich für Personal und wie viel für Dienstleistungen einkaufen, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Setzt ihr das bei Magma in irgendeiner Art und Weise schon um? Leider nein. Das Projekt ist tatsächlich auch eins, das wir aus unserem Förderbudget heraus finanzieren. Das heißt, hier müssen wir auch mit Anbietern, die wir in einem Bieterverfahren
in einem Ausschreibungsverfahren gewonnen haben, hier arbeiten wir mit solchen Anbietern. Weil wir das eben nach derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen auch noch nicht dürfen. Ich habe mich mit der Marienthal-Studie aus den 1930er Jahren noch ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich die Ergebnisse so spannend fand und vor allem auch die Beschreibungen, die die Studienautoren aus ihren Beobachtungen heraus niedergeschrieben haben. Da geht es auch darum, was Langzeitarbeitslosigkeit bewirkt, Bewältigungsmuster wie Alkohol, wie Suchtmittel. Die sogenannte müde Gemeinschaft, das fand ich auch besonders spannend. Also Langzeitarbeitslosigkeit bewirkt nicht, dass die Leute dann irgendwann auf die Barrikaden gehen und sich gewaltsam zu wehren beginnen, sondern im Gegenteil, sie wirkt einschläfernd, die Langzeitarbeitslosigkeit wirkt betäubend. Sind das Dinge, die Sie jetzt mit der Arbeit, die Sie machen, sozusagen wiederfinden, bestätigt die jetzige Arbeit diese Ergebnisse aus der damaligen Studie? Ich gehe davon aus, ja. Also zumindest unser Eindruck aus den Beratungsgesprächen ist, dass das so ist. Also es gibt kaum etwas, was demotivierender ist, als sehr, sehr lange arbeitslos zu sein. Das wirkt sich schon ganz stark auf die Art und Weise des Seins aus. Also das ist etwas, was wir im Beratungsalltag leider schon sehr, sehr stark spüren und erleben. Und gerade darum ist es, glaube ich, auch so wichtig, Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und dort, wo das Verhindern nicht gelungen ist, zu bekämpfen. Ich meine, wir haben jetzt ja schon die Sockelarbeitslosigkeit, die gibt es ja nicht erst seit 3-4 Jahren, sondern die haben wir schon fast Jahrzehnte. Was gibt es aus deiner Sicht für Ideen oder Maßnahmen, was man hier noch stärker angehen müsste? Weil ich denke, so wie du gerade gesagt hast, es ist nicht sehr motivierend, wenn ich weiß, ich gehöre zu einer Gruppe dazu, wo ich aus der Arbeitslosigkeit nicht mehr herauskomme. Also es braucht eine Perspektive. Ja, ich halte das für ganz wichtig, weil, wie richtig festgehalten worden ist, die Sockelarbeitslosigkeit, die strukturelle Arbeitslosigkeit steigt in Wirklichkeit seit Anfang der 80er Jahre, also doch schon seit gut 40 Jahren in Österreich an. Das ist ein langer Zeitraum. Und aus meiner Sicht kann man daraus zwei Dinge lernen. Also wir sehen immer am Ende jedes Konjunkturzyklus, also im Konjunkturzyklus haben wir Phasen, wo die Arbeitslosigkeit sinkt, wir haben Phasen, wo die Arbeitslosigkeit steigt, aber am Ende jedes Konjunkturzyklus ist die Arbeitslosigkeit strukturell erhöht. Und das zeigt aus meiner, zumindest gibt es für die letzten 40 Jahre in Österreich. Und das zeigt aus meiner Sicht zweierlei. Das erste ist, es ist so wichtig, überhaupt einmal die Entstehung von Arbeitslosigkeit zu verhindern. Es ist viel, viel billiger, viel, viel effizienter zu verhindern, dass Arbeitslosigkeit überhaupt entsteht, als sie hinterher zu bekämpfen. Das mag nach einer trivialen Weisheit gingen, ist es aber in der Praxis nicht und wird auch aus meiner Sicht überhaupt nicht ausreichend berücksichtigt, weil würde man es berücksichtigen, würde das heißen, ich muss mit aktiver Konjunkturpolitik überhaupt einmal einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern. So könnte ich zumindest das weitere strukturelle Anwachsen verhindern. Und das Zweite ist, wenn Menschen einmal langzeitarbeitslos geworden sind, dann braucht es zweierlei. Erstens eine ganz intensive Betreuung. Damit kann man schon erstaunlich viele noch in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Ich würde davon ausgehen, dass es ungefähr für die Hälfte gelingt. Und für die andere Hälfte braucht es aus meiner Sicht dauerhaft geförderte Arbeitsplätze, weil für die, wo die selbst mit intensivster Vermittlung und Beratungsarbeit eine Integration nicht gelingt, müssen wir uns Gedanken machen, finanzieren wir sie lieber in der Arbeitslosigkeit oder finanzieren wir sie lieber in der Arbeit. Meine These ist nämlich, es kostet gar nicht so viel mehr, sie in der Arbeit zu finanzieren, hat aber ganz viele gesellschaftlich positive Auswirkungen. Aber ob das so ist, werden wir eben durch die Evaluierungen bald wissen. Wir stecken ja in Wahrheit immer noch mitten in der Krise drin. Und trotzdem ist das, was Sie sagen, im Grunde genommen der Aufruf, jetzt bereits damit zu beginnen, die Lehren aus der Krise zu ziehen, damit wir aus diesem reaktiven Ansatz endlich herausfinden und auch wieder ins Gestalten kommen. Richtig. Also wir versuchen hier einfach einen Debattenbeitrag zu liefern, weil ich glaube, es geht um ganz, ganz viel. Also es gibt ja kaum etwas, was schlimmer ist, als langzeitarbeitslos zu sein. Und jeder, der mal beim Beratungsgespräch dabei gesessen ist, der erlebt hat, was es für Menschen bedeutet, wenn sie wieder in Arbeit kommen. Also das macht ja ganz viel mit einem. Das heißt ja für die Menschen, sie haben wieder Arbeit, sie verdienen wieder ihr eigenes Geld, sie haben wieder Anerkennung und Würde. Also das halte ich für
ganz, ganz wichtig und zentral. Und darum bin ich froh, wenn wir da in dieser Debatte etwas beitragen können, damit wir letztlich Langzeitarbeitslosigkeit endlich wieder strukturell und deutlich reduzieren können. Die Marienthal-Studie hat gezeigt, dass einerseits Langzeitarbeitslosigkeit die Menschen sozusagen in die Lethargie führt. Sie hat aber auch gezeigt, dass im weiteren Gefolge der 1930er Jahre die Leute immer anfälliger werden für die Rattenfänger, die dann letztendlich ihre Ernte einfahren und mit einem Teller Suppe und etwas, ein bisschen was zu essen, sozusagen alles bekommen können. Das ist so der Sukkus aus dieser Studie der 30er Jahre. Ist es auch im Moment, ich denke an viele Protestbewegungen, die wir im Augenblick sehen, ein Augenblick, in dem wir besonders wachsam sein müssen, dass wir mit Menschen, die langzeitarbeitslos bleiben, nicht, wie soll ich sagen, eine Bevölkerung in einem Zustand festigen, der sie anfällig macht für die ganz schnellen Versprechungen der Populisten? Ich glaube schon, dass wenn man dass Integration ins gesellschaftliche System Österreichs ganz stark über den Faktor Arbeit läuft und je weniger Menschen am Arbeitsprozess, am Erwerbsleben teilhaben können, je mehr Menschen da ausgeschlossen sind, umso mehr glaube ich, dass das die gesellschaftliche Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt reduziert. Das, glaube ich, hat sehr, sehr viele negative Folgen. Und das ist mit etwas, was uns mitbewegt und mit motiviert, hier einen Beitrag im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit leisten zu wollen. Dass wir glauben, dass es eben ganz entscheidende Auswirkungen auch auf die Stabilität des gesamten gesellschaftlichen Systems hat, wie viele Langzeitarbeitslose es gibt. Herr Göbich, wir haben für diesen Talk 30 Minuten Sendezeit und wir haben sie auf den Punkt ausgeschöpft. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war schwer genug. Vielen Dank für die Teilnahme und für die vielen Informationen, die Sie mitgebracht haben. Herzlichen Dank, Gerhard Oschan, für die Teilnahme und danke euch fürs Zusehen, Zuhören, fürs Fragen stellen. Damit endet diese Reihe zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit vor der Hand. Es wird wieder was geben. Am kommenden Montag, am 29. März um 14.30 Uhr gibt es Alternativprogramm. Da haben wir nämlich eine Lesung hier in der Bibliothek von Elisabeth Pfeiffer-Pögler. Sie ist Kinderbuchautorin und wird aus ihrem Buch Annas Geheimnis vorlesen. Das hat ein bisschen was auch mit dem Thema zu tun, weil die Autorinnen und Autoren über die Corona-Krise jede Möglichkeit verloren haben, ihre Bücher vorzustellen und die Arbeiterkammer versucht, dort eine Ersatzbühne aufzustellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuseht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wieder sehen. Euch allen herzlichen Dank. Bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund. Einen schönen Abend. Dankeschön.